Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine, wo ich zufälligerweise darauf hingewiesen wurde, und ich stürze mich gleich direkt sofort ins Spiel, dass ich da hinten, da wo wir herkamen, eine Kiste vergessen hatte und ich komme da nicht mehr hin. So, da oben ist auch noch eine Kiste. Was ist das denn? Entfärber. Mhm. Ja, nehme ich mit. Das nehme ich auch alles mit. Was? Ich habe generell einiges vergessen hier, kann das sein? Und warum fallen hier Steine von irgendwo runter? Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen. Folgendes. C. Da ist C. Hallo? Ah, ich kann hier mit C gar nicht drauf zugreifen. B? Aha, okay. Tutorial, Charaktere, Bücher, Handwerk, Alchemie, Inven... Danke, Spiel. Das weiß... Ja, ich weiß es. Dankeschön. Weltkarte, Quests, Charakter. Oh, ich liebe das. Ich liebe es sehr. Gut, kritische Treffer, Chance, Schaden, bla, irgendwas, ja, gut, passt dann, So, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir beim letzten Mal, wurden wir ja mutiert, wir haben uns selbst zum Mutieren gebracht und, ja, was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Ich weiß es gar nicht, ich bin gespannt. Oh, da gibt's ja auch noch, da gibt's ja noch was. Großes blaues Mutagen. Oha. Gibt's hier konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Ja, das hoffe ich ja auch. Cool. Hier finde ich Mutagene. Gibt's hier noch irgendwelche Mutagene vielleicht? Das hier kann ich nochmal untersuchen. Aber sonst, da oben ist irgendein Viech noch drin. Ich kann jetzt nicht springen, okay. Gut, ist auch egal. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir verlassen Professor Moreaus Labor. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ah, hier, unter Wasser wieder. Sehr gut. Quest abgeschlossen, das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Okay, na gut, dann würde ich sagen, wir sind hier mit dem Boot angekommen. Dann werden wir auch wieder mit dem Boot verschwinden. Ganz kleinen Moment, ich steige mal ganz kurz ein und... Es tut mir leid, aber die Farben und die Hintergründe... Alter. Ich bin immer noch sehr, sehr verliebt in dieses Spiel. Ach ja, gut, Folgendes, da vorne ist der Königsfelsen, wo wir nicht mehr hinwollen. Aber dort vorne ist eine Ruine, die schauen wir uns heute mal an. Was ist was? Lacajofo. Trifft dich auf dem Meer Le Chislon Friedhof mit Regis. Ach, das ist die Hauptquest. Ich will Regis treffen. Also sehen und mit ihm reden. Und mich von ihm bereden lassen. Ich will das, ja. Gut, ich mach das aber nicht. Ich sehe mich erstmal hier um. Ich will wissen, was das ist. Waren wir hier schon? Auf gar keinen Fall, ne? Hallo! Ganz ruhig. Ja, keine Schlägereien. Ja, ich bin ja ruhig. Ich wollte doch nur Hallo sagen. Gut. Klauen kann ich ja auch nix. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht probieren, weil die sind dann doch ein bisschen stark hier. Hallo, kann ich da rein? Na, Hexer. Warum musste das jetzt sein? Was denn? Na, Hexer. Ja, okay. Okay, ich darf hier nicht rein. Also es gibt in Toussaint, gibt's auffallend viele Burgen, wo ich nicht rein darf. Was zur Hölle ist da hinten? Auch ein wunderschönes Dörfchen. Ach, wie schön. Ich hätte gerne ein Fernglas, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ich denke... Was? Ach, das ist das Gefängnis von Toussaint. Aha. Also das bekomme ich hier vorne, die Meldung, aber da hinten, direkt am Tor, bekomme ich die nicht. Alles klar. Okay, gut. Ach ja, weil hier der Schnellreisepfosten ist. Okay, gut. Schnellreisen werden wir aber ehrlich gesagt gerade nicht, weil ich will mich ein bisschen umsehen.
Schöne kleine Blümchen. Da nach hinten will ich auch nicht reiten, ehrlich gesagt. Apropos reiten. Ja, Plötze. Plötze das Wasserpferd. Kennt man ja. Plötze ist eine absolute Wasserratte. So, lauf Plötze. Sehr gut. Alter, ist es... Weißt du, das Hauptspiel war schon wunderschön und jetzt nochmal... Oh ja, Alter. Guten Tag. Ich bin Hexer, lassen Sie mich durch. Alter. So was wunderschönes. Also ich muss schon sagen, es gibt... Boah. Es gibt nur wenige Spiele, die in puncto Schönheit The Witcher 3 das Wasser reichen können. So. Die hier interessieren mich ehrlich gesagt relativ wenig nur. Ertrunkenen Teile haben wir ja schon zur Genüge in unserer Tasche. Was ist da oben? Da ist ein Monsternest. Ach du was? Moment. Das sieht aus wie Pflanzen. Wow, okay. Brenne! Okay. Nein! Wow, 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 okay. Geralt bewegt sich nur ganz langsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es nicht sagen. Ja, ich bin übrigens tot. Was zur Hölle? Ich wurde ja schon leicht vorgewarnt. Zumindest es wurde mir gesagt, dass es Pflanzendinger gibt. Und ja, ich habe die gerade kennengelernt. Schön. Ich hasse es, auf neue Monster zu treffen. Ich meine, es ist toll, aber ich würde vorher gerne wissen, was ich gegen die unternehmen kann und nicht erst, nachdem ich den ersten getötet habe. Das wäre schön. Und dass Pflanzen nicht gegen Feuer anfällig sind, das ist schon recht, naja, unrealistisch und gar nicht Pokémon-haftig. Also, müssen wir ehrlich mal sagen jetzt. So. Ich werde mich aber... Ach, jetzt bekomme ich jetzt schon die Meldung. Aha, okay. Ich werde mich aber ehrlich gesagt nochmal an denen versuchen, wenn ich das darf jetzt gerade mal. Ich will den Bestiariumseintrag haben, damit ich vorbereitet bin, wenn ich die das nächste Mal treffen sollte. Zum Schluss sind die noch bei irgendeiner Quest die Hauptgegner. Und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das wäre blöd, meiner Meinung nach, ehrlich gesagt. So, da vorne rechts jetzt hier ab und dann sind hier rechts die Ertrunkenen. Hässlicher Bastard. Ja, okay, danke. So hässlich bin ich jetzt auch nicht. Ah, hallo, 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 ab, hallo. Jetzt steig doch ab, Hexer. Beweg dich. Ja, ja, natürlich. Hexer, du brauchst kein Schwert. Nein, wozu denn auch? Plötze, verschwinde bitte. Warte mal. Hallo. Inventar. Jetzt. Irgendwie reagiert die Steuerung nicht so, wie ich will. Und, ja, was habe ich überhaupt für Bomben? Nordwind und tanzender Stern. Tanzender Stern ist toll. Tanzender Stern ist toll, aber ich hätte gerne die Kartätsche, glaube ich. Kartätsche. Hier, dankeschön. Und Nordwind lasse ich mal beiseite. Habe ich Pflanzenöl? Ich glaube nicht. Und wenn, dann würde ich das eher zum Kochen verwenden als zum Kämpfen. Ja. Gut. Jetzt stirb doch! Ah, okay, es will nicht sterben.
Hallo? F ist die Schwalbe, okay. Ja, ich hab dich zwar getroffen, aber du musst ja nicht unbedingt Schaden nehmen, ne? Kann es sein, dass sich die auch vermehren? So, essen will ich ehrlich gesagt auch. Okay. Was zur Hölle? Ja, okay. Bestiarium. B, danke. Arche Sporen, was ist das denn? Sind das Relikte oder was ist das? Nein. Vampire sind es auch nicht. Verfluchte Wesen. Ja! Arche Sporen. Sieht wie eine Blume aus. Eine hässliche, abstoßende Blume. Blasco Tenerbe. Letzte Worte. Arche Sporen sehen wie unästhetische Riesenblumen aus, die an den außergewöhnlich grausamen und blutdurstigen Sonnentau gemahnen. Leider sind sie noch weitaus gefährlicher als der riesigste Sonnentau. Ihr besonderes Äußeres macht sie von anderen Pflanzen schwer zu unterscheiden. Wenn ich solche Pflanzen im Garten hätte, würde ich den Garten mit Benzin tränken und anzünden, aber ist auch egal. Wenn man nahe genug heran ist, um ihre Identität zu erkennen, ist es meist zu spät zum Fliehen. Einem landläufigen Glauben zufolge sind Archesporen verfluchte Pflanzen, die in Boden gedeihen, der mit dem Blut von Sterbenden gedüngt wurde. Tatsächlich findet man sie besonders häufig an Orten, an denen Pogrome, blutige Rituale und grausame Morde verübt wurden. Bis heute wurden 4 Arten von Archesporen katalogisiert, die sich jeweils in der Farbgebung unterscheiden. Braun, am wenigsten gefährlich, grün-violett, größte Gefährlichkeit, sowie gelb als Variante, die von Magiern in Bannart kultiviert wurde und deren Stärke etwa der von grünen Archesporen entspricht. Okay. Gut, was haben wir da? Verfluchtenöl. Ah, okay. Art und Igni. Also mit Igni war ich schon recht gut dran. Dann werden wir noch mal ganz kurz ins Inventar wechseln und Verfluchtenöl auftragen. Wo haben wir es denn? Jetzt heißt es wieder suchen, ne? Relikt, Drakonit, Geister, Konstrukt, Hybrid, Verfluchten. Natürlich das, was die ganze Zeit schon fröhlich blinkt. Ich hoffe, ich überlebe den Kampf. So, Igni, hallo, hallo, Geralt, hallo? Ja. Das Spiel hat mir erzählt, dass diese Aktion während des Kampfes nicht erlaubt ist und er hat sich nicht bewegt. Welche Aktion war jetzt genau nicht erlaubt? Ja, ja, genau. Noch eine Schwalbe? Ja. Oder so. Habe ich noch eine Schwalbe? Ja, ich habe noch eine Schwalbe. Okay, und noch was zu essen. Alter, sind die mies. Ja, natürlich, du brauchst dich ja auch nichts. Irgendwas hat's hier mit der Steuerung. Ich kann weder vernünftig rollen, noch sonst irgendwas. Okay, ist sie tot? Ist sie tot? Ich weiß es nicht. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Ja, ich... Was, die ganze Gegend oder was? Stufe 42. Danke. Grünes Muttergehen. Ach du Schande. Monsterspore? Archesporensaft, Archesporenranke. Nehme ich alles mit, danke. Ein Schädel und 5 Floren und Wächterstiefel. Juhu, toll. Ich find's toll, dass die Tagebuch mit Ledereinband, Meteoritenspitzhacke, Meteoritenaxt.
Was ist das denn? Der Byzant ist wieder gestiegen. Götter. Cianfanelli hat kein Mitglied von mir. Mitleid mit mir. Okay, Entschuldigung. Warum? Oh, warum habe ich den Kredit nur in Fremdwährung aufgenommen? Diese herzlosen Bankleute kriegen mich noch dran. Was soll ich meiner Frau sagen? Wenn das so weitergeht, sind wir bald mittellos. Großvater hat mal Elfenruinen voller Schätze erwähnt, die vor Jahrhunderten vom Fluss überspült wurden. Vielleicht finde ich dort wirklich etwas. Und wenn es nur für die nächste Rate reicht. Sind das die Ruinen, in denen wir gerade waren? Warum pulsiert das Zeug hier so? Jetzt erzähl mir nicht, die kann man nicht endgültig töten. Ja, das nehme ich alles mit, dankeschön. Erzähl mir bitte nicht, die kann man nicht endgültig töten. Das wäre nämlich... Geralt hat ja auch gesagt, ich muss die ganze Gegend zerstören. Was ist das denn? Silber. Ach, ein Silberflöz. Ach, wie schön. Okay. Nehme ich auch an mich. Das Ding hier, das pulsiert nicht so sehr, ne? Plötze? Wo bist du? Ach, da hinten. Hi, Plötzi. Los, lauf! Jetzt brüll doch nicht so, Geralt. Dunkelwald, Karoberta-Wald. Das hört sich nach einem Wald an, wo wir noch nicht unbedingt rein sollten, ne? Da ist ein Bär. Bären sind lieb und nett. Okay, aber so extrem dunkel und gefährlich war der Wald jetzt nicht. Ja, Wölfe sind hier heimisch, aber die gibt es sowieso überall. Was ist das denn hier? Ein tolles Häuschen? Ach, mit Weinstampfer-Mädels. Mit dem möchte ich Trauben treten, bis wir ganz rot und verschwitzt sind. Oh ja, was macht die da hinten mit ihrer Stange? Ihr leckt mich am Arsch. Wen und warum? Wer sagt sowas? Und was tut die Dame da? Was macht die da? Pisst die da hin oder was? Ich habe keine Ahnung. Hauptsache die zwei pissen nicht, die hier in den Bottichen standen. Die junge Dame, die sich keine Hosen leisten kann und kein Kleid leisten kann, die stampft Butter. Und die macht das sehr, sehr gut. Also die Technik ihrer Hände ist ausgereift, definitiv. Ihr leckt mich am Arsch. Nein! Ein alter Mann, eine alte Frau. Ein toller Bauernhof hier, ne? Dies ist der Held, den wir uns leisten können. Ja. Öffne diesen Ungläubigen die Augen. Alter, die Musik. Und alter, die Aussicht. Ich weiß, Witcher 3 ist nicht dafür ausgelegt, auf Dächern rumzuklettern, aber... Alter. Dieser Moment gerade. Alter, wie schön. Ah. Würde ich das hier privat spielen, würde ich mich jetzt hier 20 Minuten hinstellen und würde nur der Musik lauschen und die wunderschönen Eindrücke mitnehmen. Ach, wie schön. Was ist das denn? Ein Fasan. Oh Gott. Fasane, Droppen, rohes Fleisch. Aha, sehr gut. Auch dieser Vogel, den wir gerade getötet haben, war ein krankes Exemplar. Wie gesagt, das habe ich bei dem Pfau schon erläutert. Der war krank. Balissa-Frucht haben wir hier auch. Da kommt die Krankheit nämlich her. Der war krank und der hätte den gesamten Fasanbestand in ganz Toussaint kontaminiert und... Ja, deswegen musste ich den halt, ne? Und ja, versteht man hoffentlich. So,
Wir schauen mal ins Journal. Weinfäden Belgard. Gern ein Ort, an dem die Auktion stattfinden wird. An einem Anschlagbrett in Toussaint fand Gerald den Aushang eines herzoglichen Beamten. Nach allen Arten von Vagabunden, Söldnern und fahrenden Rittern gesucht. Ein Auftrag für Hexer. Also nicht um einen Auftrag für Hexer. So, Stufe 37, das machen wir einfach mal. Gut, wo müssen wir dafür hin? Wo ist denn das? Auf die Map schauen. Hier also. Das ist zufälligerweise genau dort, wo wir gerade nicht sind. Da könnten wir vorher auch im Corvo Bianco Weingut vorbeischauen. Da gibt es nämlich auch noch ein Anschlagbrett. Gibt es hier in Beauclair. Aber auf dem Weingut gibt es nämlich auch noch eine Spielmechanik, die sie jetzt neu eingefügt haben. Die wir ja auch ausprobieren müssten, theoretisch. Alter, wie wunderschön ist es hier, bitte. Auch wenn mich irgendwie dieser Gesang an das Intro vom originalen Star Trek von der Originalserie von Anno dazumal erinnert. Hallo, Plötze, da, hier lang, bitte. Was ist Franco Larz? Okay. Hallo, hier, da, ich will in die Richtung, jetzt lauf doch. Und was mich auch noch sehr interessieren würde, ist, wo ist dieser Großmeisterschmied, von dem ich schon so viel gehört habe? Also genau zweimal in dem ganzen Spiel jetzt. Ich will dahin. Ich will seine Waren ausprobieren. Und ich weiß, dass ich gerade nicht unbedingt dem Questpfad folge. Aber das macht nichts. Mir zumindest nicht. Belgard. Echt jetzt? Ach, das hier soll versteigert werden, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Kam Plötze darunter? Ja! Plötze, meine agile, kleine, braune Stute. Du, ungezogene. Was? Übrigens, die Plötze-Steuerung ist ein wenig verbuggt, habe ich gelesen. Soll wohl so sein und CD Projekt arbeitet schon daran, einen Patch rauszuhauen. Allerdings, ich glaube, erst nächste Woche von mir aus gesehen. Schweißet nicht. So. Kann ich von hier aus auch dahin? Hafentor. Aha. Was ist das denn? Ach, ich bin in Beauclair. Ach, wie schön Beauclair nicht ist. Keine Schlägereien. Ja, ich, wer sagt, dass ich Schlägereien anfange? Seid ihr immer noch so beeindruckt von mir aufgrund meines letzten Besuchs? Kann das sein? Also, nicht meines Besuchs, sondern... Ist das ein Zwerg? Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Nö, ein Zwerg scheint das nicht zu sein, einfach nur ein kleingewachsener Mensch. Ha. Der so. Recke der Herzogin. Ja, der Recke der Herzogin. Stell dir vor, hättest du auch sein können, hättest du mal mehr geübt mit dem Schwert, ne? So. Guten Tag. Ja, dann arbeitet halt. Ich war gerade im Begriff, irgendwas zu sagen, ne? So, Plötze auf die Brücke. Es ist so wunderschön hier. Tut mir leid, ich muss das immer wieder sagen. Ach ja, es ist so wunderschön hier. Auch des Nachts. Das Waisenhaus von Beauclair. Bestimmt das Little Sisters Waisenhaus. Ne, warte, das war ein anderes Franchise. Tut mir leid. Habe ich ja auch gerade erst das Buch gelesen dazu. Definitiv auch sehr, sehr gut. Aber jetzt sind wir hier bei Witcher und ich bin sehr, sehr froh, dass wir bei Witcher sind. Da gibt es nämlich mehrere Bücher zu. So, Spiel gespeichert, das gefällt mir sehr gut. Da oben langsam. Ist übrigens unser Weingut, das wir auch mal ausprobieren wollten. So, plötzlich durch den Wein, auf geht's, Galopp. Und spring ins Feld und hier sind wir schon. Aha, Katzen, Gänse, Hühner, nein, Hühner nicht. Enten, was weiß ich, Hunde, wir haben alles.
Wir haben alles und noch viel mehr. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktionieren soll. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Haushofmeister. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Ja, tolle Spielmechanik. Ich komme hin, der erzählt mir irgendwas, ich erzähle ihm, das ist mein erster Besitz und dann sagt er schon, du brauchst nichts machen. Kriege ich da hier jetzt für keine Arbeit Geld geschenkt? Erzähl mir mehr. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er. Monsieur Boulius. Okay, na dann führ mich mal rum. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. So sei es denn. Muss ich da jetzt hinlaufen? Nö, okay, sehr gut. Sieh nur, Herr. Dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Ich folge. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Interessante Frau, definitiv. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Ja, das sollte man vielleicht. Ich weiß es nicht.
Ja, wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Ja, also wenn ich Bedienstete hätte, wüsste ich auch gern. Baron Rossell hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Ja, wäre schon toll, auch des Nachts zu wissen, wo man seine Bediensteten findet. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Ja, solltest du vielleicht, wenn's schon dein Wein ist, ne? Alter. Irgendwie komisch, da vorne steht ein V. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ er Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Okay. Komisch, aber ist so. Monsieur Beaulieus' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Ah, okay. Muss ich hier Kräuter anhäufen, oder wie? Muss ich Kräuter sammeln und Blumen sammeln, um die hier anzupflanzen? Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Ich mag den Typen irgendwie. Hier wachsen die Blumen auf dem Weg. Was soll das denn? Müssen neben den Weg und nicht auf dem Weg. Aber alles in allem sehr, sehr schön. Und der Mond, Alter. So, gehen wir jetzt noch ein Stück. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plätze. Das wollte ich auch gerade sagen. Sieht eher aus wie ein Stall. Oh, ich denke, ich muss hier viel, viel Geld reinstecken, kann es sein? Ach ja. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Bullius wurde hier Wein gelagert, aber Baron Rossell bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist. Vielen Dank, Barnabas Basilius. Schön. Okay. Geh weiter. Na los, geh voran. Ich will dir nicht immer am Rücken kleben. Jetzt mach doch, jetzt komm. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Leicht fleckig. Okay, so eine Untertreibung habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Gehen wir jetzt rein? Ja, endlich ins Haus. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet.
Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Cool. Das probieren wir gleich mal aus, ne? Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Das ist eine gute Frage. Wir sollten etwas am Haus tun. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Alter! 5000, ja! Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Okay. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Nein, danke schön, Benjamin Basilikum. Das war fürs Erste alles. Ja. Danke, Barnabas Basilius. Ja, ich gehe dann mal. Alter, warte 3 Tage. Und Platz für Rüstungen ausstellen, Alter. Alter, wie cool ist das denn? Okay, wir müssen unbedingt über die Tür reden. Die quietscht mir definitiv zu viel. Und damit herzlich willkommen auf dem Endscreen. Wieder mal ein bisschen überzogen, um genau 7 Minuten und 42 Sekunden. Macht aber nichts, weil, ja, ist egal. Wir haben ja Zeit, ne? Hauptsache ist, ich penne nicht ein während der Aufnahme. Und das mache ich ganz bestimmt nicht, weil ich immer noch mit großen Kinderaugen, diese Welt begutachte und bewundere. Es ist so wunderschön in Toussaint. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Es tut mir leid. Und wenn, ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen muss, aber ich tue es einfach. Ich entschuldige mich sehr, sehr herzlich dafür, falls ich des Öfteren, oder wenn ich des Öfteren, weil das ist relativ gewiss, dass ich des Öfteren stehen bleiben werde und einfach die Landschaft genieße oder die Farben des Sonnenunter- und Aufgangs oder die Schönheit der Landschaft, irgend sowas. Ich liebe das. Es tut mir wirklich leid für diejenigen, die es nicht mögen. Ich bin ein kleiner, ja, Naturschönheitsfanatiker. Sagen wir es mal so. Ich mag die Schönheit der Natur und Naturschönheiten mag ich auch. Also, ja, was das angeht, muss man bei mir damit rechnen, gerade bei Witcher, das war im Hauptspiel schon so, das war bei Hearts of Stone ein bisschen so, weil da, ja gut, da waren die Landschaften nicht neu, aber gerade hier in Toussaint, die haben die Shader geändert, die haben andere Farben in der Welt, die haben, ich bin ein kleines bisschen verliebt in Blood and Wine, sehr sogar, und ich hoffe, dass das Anwesen, dass sich die 5000 Kronen gelohnt haben, weil 5000 Kronen sind immer noch eine Menge Geld, auch wenn wir es uns gerade sehr gut leisten können, aufgrund meiner Vorarbeit zwischen den Let's Plays von Hearts of Stone und Blood and Wine. Und ja, gut, ich hör auf zu labern. Hat eh alles keinen Sinn. Das könnte ich nämlich im LP erzählen und nicht am Endscreen, ne? Gut. Dann täte ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, schlaft gut und fahret wohl.